So, Kinder, herzlich willkommen zu einem mehr als obernötigen Einkauf bei DM. Und zwar bei Shoppen, mir sind jegliche Haushaltsprodukte ausgegangen. Ich habe diesen Einkauf jetzt so lange vor mir hergeschoben, weil irgendwie, weiß ich auch nicht, ich war nur unterwegs. Und ja, fangen wir direkt an. Es gibt aus jeder Abteilung irgendwas. Ich fange jetzt erstmal an mit den Basics. So mit Kind ohne Silber am Küchentisch ist manchmal schlecht. Deswegen habe ich gleich das Allerschönste gekauft. Schaut es euch an. Es ist wundervoll. Es ist einfach wundervoll. Verstehe immer noch nicht, warum ich mich an Zewa und Klopapier so erfreuen kann. Aber ich glaube, das ist so ein Tick für sich. Ich habe nämlich zusätzlich auch noch dieses wundervolle Klopapier von DM gekauft. Mit den Kangaroos und den Herzchen. Hier sieht man so einen kleinen Ausschnitt. Es ist mega. Mega, mega. So, jetzt kommen wir mal zu den... Ich wollte fast sagen, wichtigen Dingen. Ja, doch. Das ist wichtig. Ach, Kinder, ich weiß nicht, was los ist in DM. Aber es gab von 20 Reihen Maiswaffeln nur noch 3. Demnach habe ich lieber gleich 2 Pakete mitgenommen. So gehört es, ne? Ihr wisst, unser Brotersatz, er ist super wichtig, weil ohne Reiswaffeln weiß ich auch gar nicht mehr, was ich noch in meinem Leben snacken soll, außer Gemüse. Aber das hält ja nicht so lange satt. Ja, wo wir schon beim Thema Food sind, habe ich noch glutenfreie Fusilli mitgenommen. Natürlich auch 2-mal, ne? Wir wollen ja nicht verhungern. Und tatsächlich habe ich der Kleinen mal was gegönnt. Einfach, weil ich innerlich sowas von erleichtert bin, dass seitdem sie kein Weizen ist, okay, jetzt habe ich es ausgesprochen, morgen ändert sich die Lage, alles so, so viel besser läuft mit ihren Wehwehchen, sage ich mal. Deswegen habe ich jetzt noch hier die glutenfreien Salzbreze geholt. Tatsächlich muss ich nochmal sagen, wir haben kein Glutenproblem, sondern eine Weizenallergie. Ist nicht ganz das Gleiche, wollte ich nur mal so dazu sagen, weil mir ist auch schon aufgefallen, bei einigen glutenfreien Produkten funktioniert es nicht. Die Aufklärung, was wir denn dürfen, ja, die habe ich nie erhalten. Deswegen müssen wir uns durchtesten, ne? So, ein foodiges Ding haben wir immer noch. Ein Quetschi, den kann ich euch auch nochmal zeigen, von Fruchtbar, Kirsch, Banane. Den vertragen wir tatsächlich ganz gut. So, und jetzt kommen wir zu einem Produkt, da bin ich fast vom Hocker gekippt. Ihr wisst, ich kann nicht ohne Duft leben. Aber die Preise, die haben mich, ich weiß nicht, ich habe einen Rückwärtssalto vom Regal zurück und wieder vorwärts gemacht, weil das 7,49 Euro oder so kostet das Set jetzt. Kinder, also so 3 Euro für Duft, habe ich immer gesagt, tut nicht weh. Die Masse hat es dann trotzdem gemacht. Aber das schockt mich. Ich muss echt überlegen, ob ich auf eine andere Alternative umsteige. Ich liebe diese Düfte trotzdem. Einmal habe ich es mir jetzt gegönnt, aber Kinder, das geht so nicht weiter. Das geht nicht. Naja, weswegen ich eigentlich unbedingt zu DM musste, ist wegen Müllbeuteln. Ich habe hier wieder die mit Tragegriff genommen. Da bin ich übrigens auch was vom Hocker gekippt. Es gibt keine bunten mehr mit Duft und Tragegriff. Das enttäuscht mich tierisch, aber wie gesagt, die tun es auch. Wir haben nämlich gar keine Mülltüten mehr und Müll für 20 Familien ungefähr, der hier täglich entsteht. Genau, dann... habe ich was Cooles gefunden. Und zwar von diesem Photoshop Paradise. Eine Wanddeko. Es war erst auf 4,95 reduziert, jetzt auf 2 Euro. So schaut es aus. Das sind solche Holzplättchen. Ich finde die echt ganz schick. Muss ich sagen, richtig modern. Da kann man eine Wand mit dekorieren. Und für 2 Euro kannst du definitiv nichts sagen. Genau. Dann habe ich aus dem Sale nochmal eine Aftersun mitgenommen. Falls es diesen Sommer doch nochmal in Urlaub geht, bei uns steht die Kita-Schließzeit an, aber mal schauen. Ich weiß es noch nicht, ich bin der spontane Vogel, aber Aftersun kann man immer gebrauchen. Hier war es ja jetzt auch ein bisschen wärmer. Genau, und auch Sonnencreme habe ich auch nochmal mitgenommen. Wir hatten jetzt echt einen Mega-Vorrat langsam mal aufgebraucht und jetzt habe ich einfach mal die von Balea ausprobiert. Kids 30 hoch, Sensitiv Sonnenmilch, Stiftung Warentest 1. Meine Kleine hat ja teilweise empfindliche Haut, von daher sollte das passen. Und ich glaube, die 30er reicht mittlerweile. Wir waren jetzt so viel schon unterwegs, das Kind ist so braun. Also
Manchmal denke ich auch, die Leute denken, die hört nicht zu mir. Also die ist wirklich so braun gebrannt. Ich habe das Gefühl, die riecht nur die Sonne. Die wird braun. Ich stehe da 3 Stunden. Ich werde immer weißer. Naja, gut. Dann muss ich euch was zeigen. Also dadurch, dass ich ja in die Oatmeal-Produkte so krass verliebt bin, habe ich mich jetzt mal an was anderes gewagt, was quasi genauso sein soll. Und zwar gab es auf Freche Freunde diesen Haselnussmus 2 Euro Rabatt. Der kostet 5 Euro, mit 2 Euro Rabatt dann 3 Euro irgendwie was. Das wollte ich unbedingt auch nochmal als Vergleichsprodukt ausprobieren. Viele sind ja so begeistert von den Freche Freunde Produkten. Ich finde, die haben auch richtig tolle Dinge. Und deswegen mit dem Coupon dachte ich, kann man sich das mal gönnen. So, machen wir weiter. Achso, dann gab es eine 2-für-1 Aktion. Und zwar, wenn ich... Was war denn? Achso, genau. Wenn ich ein Perwoll Waschmittel kaufe, brauchte ich halt eh. Ich habe die Augen zugemacht beim Preis, deswegen habe ich es einfach nur gegriffen, weil ich dachte, okay, lass dich mal voll von den Angeboten triggern, Chrissy. Weil da gab es WC frisch gratis. Und ihr wisst, ich liebe die Dinger einfach und die sind so unfassbar teuer. Ich glaube, auch die sind teuer geworden. Ich glaube, ein Ding kostet mittlerweile schon 2 Euro. Naja, das zusammen, wie gesagt, kaufst du ein paar Woll, kriegst das gratis, musst dich zuschlagen, geht nicht anders. Also bei Duft oder WC frisch gratis bin ich immer dabei. Koste, was es wolle. Aber ich glaube, es kann nur günstiger sein, weil so viel teurer kann ein Perwoll-Waschmittel nicht sein, als dass es das WC-Frischausgleich, ne? Ja, okay. Und ich muss euch noch was beichten. Es gibt Menschen, die sollten jetzt wegschauen. Ich habe doch noch einen Duft gekauft. Die sind auch... Aber die waren schon immer teuer. Febreze muss ich lassen. Die sind einfach konsequent mit dem Preis. Es ist immer teuer. Da stelle ich mich drauf ein und kaufe es trotzdem. Genau, dann habe ich immer den Blütentraum ausprobiert. Da steht immer noch neu dran. Den hatte ich aber schon und ich finde ihn sehr, sehr gut. Ich liebe ihn. Und wie gesagt, das ist aktuell meiner Meinung nach der beste Steckdosenduft in der Drogerie, weil den riecht man auch. Und den kann man nicht ausriechen. Kennt ihr das, wenn ihr ein Parfum richtig lange benutzt und irgendwann riecht ihr das gar nicht mehr, nehmt das nicht wahr und wird angesprochen, boah, riechst du gut. Und diesen Febreze-Duft, den riecht man immer. Man kommt nach Hause und denkt sich so, geil. Hier bleibe ich. So. Dann brauchte ich mal wieder Alufolie. Ist anscheinend auch nicht mehr so umweltgetreu. Anscheinend ist die Frischhaltefolie aktuell mega günstig. Alufolie so, ja, ist beides nicht so gut für die Umwelt, ne? Aber für Notfall braucht man es dann trotzdem mal. So, dann habe ich noch für mein Greenie-Badezimmer diese Alverde-Seife ausprobiert. Bio-Olive, Bio-Orange für jeden Hauttyp, Naturkosmetik und klimaneutral produziert. Ja, fand ich ganz gut, wollte ich mal ausprobieren und farblich, wie gesagt, für mein Bad, oh, auch mit meinem Fingernagel, passt es perfekt. Ja, was haben wir hier noch in der Jugendtasche? Ein Make-up-Produkt. Ich habe mir letztens irgendwie einen Concealer gekauft und bin ein bisschen unhappy damit, einfach weil der viel zu dunkel ist. Also der ist dunkler als mein Make-up. Aktuell schminke ich mir die Augenringe hin und nicht weg. Deswegen habe ich das jetzt von Catrice nochmal probiert in der Nummer 010 Cool Kaschmir. Also heller geht's nimmer. Wahrscheinlich ist das Ding jetzt zu hell. Ich habe es trotzdem mitgenommen, weil das andere ist einfach zu dunkel. Ja, dann habe ich nochmal Zahnpasta mitgenommen. Also ich habe mir jetzt wirklich mal was getraut, Kräuter Clean. Also entweder wird es die ekelhafteste Zahnpasta oder sie ist ganz cool. Mal schauen. Ich bin ja eher so frische Duft, aber Kräuter, mal gucken. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt, ne? So, und zu guter Letzt habe ich noch ein Quetschi für das Kind gekauft von Fruchtbar. Die andere Sorte, die wir gut vertragen, Heidelbeer-Banane Reis. Könnte ich eigentlich auch mal selber machen. Habt ihr mal ein Quetschi mit Reis selber gemacht? Klingt irgendwie so absurd, aber die Kinder mögen es, ne? So, ich würde sagen, das war's von mir. Tatsächlich gab es in unserem DM gar nicht mal so viele Neuheiten. Ich war völlig überrascht, als wäre ich erst gestern da gewesen. ja, in diesem Sinne sage ich vielen Dank fürs Zusehen. Ich verlinke euch hier meine letzten beiden Videos. Hier unten könnt ihr mich sehr gerne abonnieren. Und sagt tschüss, bis zum nächsten Mal.